Hey ho, meine lieben Satisfactory-Fans, hier spricht wieder der Vorbuttler vom Minenarbeit-YouTube-Kanal. Und dahin geht's, steht auf dem Schild, glauben wir mal einfach so. Da ist nämlich die Baustelle meines Stahlwerks. Ja, genau, wir bauen heute mein Stahlwerk und das ist einfach auch eine gute Sache, euch mal zu verklickern, wie ich so meine Großprojekte plane. Denn in Satisfactory geht es ja nicht nur um große Maschinen, Straßen und Fabrikationsstätten, sondern auch um deren Gebäude. Denn ich weigere mich vehement, auf der grünen Wiese zu bauen. Das macht man nur am Anfang mal ganz kurz und dann macht man sich Gedanken, wie es denn alles mal etwas imposanter aussehen könnte. Und genau das tue ich hier heute. Und da kommt auch noch richtig viel Arbeit jetzt in dieser Folge auf uns zu, aber wir machen auch enorme Fortschritte. Es wird sehr spannend. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall. Ich erwähne es ja häufiger mal, dass ich gerne bodennah baue. Das ist in Satisfactory nicht so wirklich üblich, weil die meisten, die ich so sehe, auch an größeren YouTubern, die machen sich immer eine riesige Fläche, so Plattenbeton und bauen da einfach alles drauf. Das mache ich nicht so. Ich möchte mich gerne, ja, an die Landschaft anpassen. Das ist so ähnlich. Ich gehe es ähnlich an wie Minecraft, kann man eigentlich sagen. Nur in Minecraft können wir die Welt terraformen. Das können wir in Satisfactory nicht. Da muss ich mich also anpassen. Und ihr habt hier eben gesehen, die zum Beispiel sowas wie die Gebäudehöhe, die Deckenhöhe. Ja, die musste jetzt einfach über diesen Minenbohrer drüber passen. Und hier oben, also das definiert dann schon mal die Höhe dieses Gebäudes. Und hier oben habe ich Ausmessungsarbeiten mit Fundamenten gemacht. Laufen wir ruhig auch noch mal ein Stück weiter hier in die Steinwüste schon. Ein super Gelände hier, da wollte ich sowieso mal bauen. Jetzt vereinen wir das hier so im Dreiländereck, sag ich immer dazu. Das ist so hier das Dreiländereck, diese Gegend, wo ich baue. Und da seht ihr lauter Fundamente auch da oben. Das sah aus wie so eine Passage, wo man vielleicht mal mit dem Zug später durch könnte. Also bin ich da auch mal hoch, habe das alles abgesteckt. Wo müssen die Fundamente letztendlich landen? Wo entstehen Flächen? Und ich weiß, es gibt ein Raster hier, aber das interessiert mich nicht so sehr, weil ich möchte auch so ein bisschen was sehen. Wo könnte ein Fundament, ja, das von meinem geistigen Auge sehe ich dann immer schon das Gebäude stehen. So, und ihr seht jetzt eben schon die ganzen Innereien, was ich jetzt hier provisorisch gebaut habe. So geht alles los, Leute. Ja, sobald ich irgendwie eine Fläche habe, kommen da so Hilfsmaschinen drauf. Das sind jetzt keine Hilfsmaschinen, das ist eine richtige Stahlfabrikation schon. Während ich plane, während ich Fundamente baue und sonst was, kann das Ding schon arbeiten und produziert uns schon Stahlträger und Stahlrohre. So muss es sein, ganz optimal. Würden wir natürlich später abreißen und dann in schön bauen, aber Hauptsache, das läuft schon mal. Ja, so habt ihr auch keine Sorgen, dass ihr irgendwie, dass euch das Zeug ausgeht. So, und hier, ja, geht's weiter. Der nächste Schritt, mache ich mir so Gedanken, wie könnte ich eine Maschine, in diesem Fall hier so einen Schmelzofen, wie könnte ich den mal verkleiden? Wie könnte ich da mal so ein Gebäude drum bauen? Wie könnte das alles, das war wirklich der richtige Anfang, den habe ich extra für euch so stehen lassen. Ja, und dann geht es weiter mit dem Blueprint-Designer. Das ist der nächste Schritt. Da habe ich mich dann jetzt auch mal dran gesetzt. Den kriegt ihr ja auch schon relativ früh im Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Macht auch alle Spaß mit dem Ding mal rumzuprobieren, wenn ihr mal gerade auf nichts anderes so Lust habt, auf große Bauarbeiten. Auf jeden Fall habe ich den genutzt, um mir da so gleich so einen Hochofen, wie ich ihn nenne, zu entwerfen, den wir dann da vervielfältigen können. Da hinten die Wand, auch nur eine optische, jetzt mal so ein bisschen eine Orientierung. Genauso wie das hier. Zwischendurch gucke ich da diese Nase vorne an und denke, Mensch, da könnte irgendwie so ein Dach drauf. Und dann fange ich an der Ecke schon mal ein bisschen an zu bauen. Ich habe immer meinen Spaß und ich habe immer was zu tun. Und die Stelle ist natürlich super hier, ne? Der super Blick auf die Champs-Élysées, so nenne ich sie jetzt, soll eine ganz lange Linie werden, noch viel weiter. Was weiß ich, bis ans Ende der Welt. Ja, so weit werden wir wahrscheinlich nicht kommen, bin mal ehrlich. Aber das sieht schon mal sehr cool aus. Hier, das ist so die Mittelachse. Die habe ich ohne Sinn und Verstand einfach da hingebaut, wo sie jetzt ist. Und dann ist das alles in Ordnung. Dann schaut es euch nochmal an. Sehr schöner Blick, sehr schönes Licht jetzt gerade. Also die Lichtverhältnisse in Satisfactory, die wechseln so alle paar Minuten. Und das sieht besonders schön aus irgendwie. Aber das werden wir natürlich gleich alles abreißen. Der Blueprint Designer steht im Weg und der ganze Rest auch. Aber vorher mache ich es ganz feierlich.
und stelle erstmal die Maschinen aus. Die liefen ja die ganze Zeit, aber bevor ich jetzt abreiße und neu baue, werden die halt, ist es auch eben spielerisch, dass ich das spielerisch mache, ja. Schalte die erstmal schön ab und dann laufe ich wieder nach oben und guck mal nach, wie sie so leer laufen. Ja, das ist das ganze Material. Ihr wisst ja, Minenarbeiter Maxime Nummer 1. Wir schmeißen nichts weg, wir vergeuden nichts. Ne? Also muss das alles erstmal schön verarbeitet werden. Und jetzt ist es natürlich geschehen. Ups, da hätte ich dann fast das Fundament noch weggelöscht. Ein Grund, warum ich halt nicht diese Massenlöschfunktion verwende, so wie hier jetzt, da klappt das natürlich, da ist idiotensicher, das traue ich selbst ich mir zu. So, also jetzt haben wir plötzlich eine freie Fläche, hier stehen nur noch die Bänder, wo dann letztendlich Eisenerz und Kohle ankommt und da hinten seht ihr noch die Fenster für die späteren Ausgänge. Ja, aber jetzt habe ich erstmal kein Material, das heißt, es für mich jetzt geht erstmal zurück ins Hub. Ist auch typisch jetzt, ne? Aber ich habe eine schöne Strecke, hier ist meine Lieblingsstrecke und ich bin hier auch schon an dieser Stelle überlegen, wie ich das mache später mit Straßen und Verkehrswegen, weil ich finde das so schön, hier über die Böschung zu fahren. Ach, ne? Da jetzt überall Beton drüber, aber da fällt mir schon was ein, mach dich keine Sorgen, da fällt mir schon was ein. So, und dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier links abbiegen, jawohl, und jetzt kommt wieder meine Lieblingsstelle, die lasse ich auch für euch immer, das macht so viel Spaß hier durch zu brausen und zu sausen, so, oh, ja, nennt mich Walter Röhrl, sehr gut, ja, dann schnapp ich mir mal am besten, ja, erst bringe ich mal mein Zeug weg, ich habe ja viel überflüssiges Zeug in meinem Inventar, aber die ganzen Kohlestücke, die jetzt da und so, was da übrig geblieben ist von dem Abriss, ja, das wird ja, ja, ist jetzt auch wegschmeißen, ich weiß, habe ich eben noch gesagt, wir schmeißen ja nichts weg, aber es wird ja nicht vergeudet, es werden ja Coupons daraus gemacht, auch da bin ich im Moment sorgenfrei, ich habe schon, das werdet ihr später sehen, sehr viel freigeschaltet, auch an Dekorationen, noch nicht alles, kommt noch einiges, aber es ist schon mal ganz schön. So, und jetzt haben wir praktisch für meine Hochöfen, mein Blueprint, was ich da gemacht habe, da habe ich jetzt alles eingepackt und jetzt geht es auch schon wieder zurück, natürlich immer grundsätzlich Vollgas, okay, Vollgas, dass der Auspuff qualmt, so lieb ich's. Ne? Ich vermisse ja auch die alten Zeiten. Wisst ihr noch, ich hatte mal so einen verbuggten Trecker, da ging der Motor nie aus, auch wenn der irgendwo stand. Und dann lief der Motor, ich fand das so gut, ich wünsche mir das so sehr zurück. Vielleicht gibt's da einen Mod, das wäre der einzige Mod, den ich installieren würde. So, ich bin wieder zurück an meiner Großbaustelle Stahlwerk und hier seht ihr schon, wie ich versuche, dieses Blueprint oder diesen Blueprint da oben anzubauen und das braucht auch erstmal ein bisschen Übung. Das ist ja ein ziemlich großes, ja so ein großer Klotz, den ich da konstruiert habe. Aber das ist eine schöne Sache. Wir haben ja den Nudge Mode. Wir können auf die H wie Herbert drücken, ja, und dann mit den Pfeiltasten, also nicht mit dem besten WASDF oder was, ne, sondern mit den Pfeiltasten könnt ihr dann so rasterweise, seht ihr, das ist jetzt misslungen, ein bisschen daneben, eine kleine Kante ist entstanden, aber so könnt ihr das dann so ganz genau draufsetzen. So, jetzt wähle ich es mir wieder aus. Ihr habt auch gesehen, ich habe das Gebäude in einem gelöscht, also ich muss nicht jedes Teil löschen, sondern es gibt ja Löschentaste F und dann nochmal den Mode umstellen, dass ihr ein Blueprint löscht und nicht so ein Einzelteil. Müsst ihr nur sofort danach wieder umstellen, ja, damit da keine Unfälle passieren. So müsste es richtig sein. So müsste es richtig sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der dritte Versuch oder so. Ja, okay. Ja, sieht doch super aus. Das Gelb war jetzt wegen dieser Kollision hier mit dem Stahlträger da an der Seite. Aber das sieht super aus da. Und natürlich brauche ich jetzt auch erstmal einen Weg nach oben. Konstruiere ich mir mal eben hier so einen Catwalk, damit ich überhaupt da hochkomme. Und auch unten die Treppenkante, die kann man dann auch nochmal gut kontrollieren. Also lieber doppelt kontrollieren, als einmal zu wenig, bevor ich da alle diese Dinger hinstelle. 9 Stück an der Zahl übrigens. 9 Hochöfen sollen das werden. Und ihr seht, das ist jetzt hier die untere Etage, beziehungsweise die mittlere Etage von dem Gesamtkonstrukt. Oben ist der Schmelzofen, der dann eben auch schön aus der Decke qualmen soll. In der Mitte jetzt, wo ich jetzt hier stehe, das ist die Förderbandetage, wo Kohle und Eisenerz angebracht werden, angeliefert werden und auch die
Ja, die Stahlbarren, die fertig geschmolzen, Stahlbarren, die werden ganz nach unten transportiert. So, jetzt geht es an das zweite Modul. Und das muss man natürlich auch so konstruieren im Blueprint Designer, ja, dass man jetzt mit Gelb unter fummelig, sodass das aneinander passt. Ne? Und ich wollte jetzt nicht ein durchgehendes Gebäude haben, sondern habe immer eine Lücke dazwischen. So, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. Oh, meine Güte. Aber jetzt weiß ich ja, wie es geht. Ich denke mal, das nächste Mal sollte es noch besser klappen. So, ja, ihr seht diese Lücke. Was sollen halt irgendwie so auch von der Ferne ganz interessant aussehen, das Gebäude, dass man da so gewisse Konturen erkennt von so Einzelgebäuden oder Hochöfen, wie ich sie so nenne. Und jetzt gucke ich auch innen natürlich, ob alles schön stimmt. Förderbänder muss ich natürlich zwischen den Gebäuden noch anschließen und auch Förderbänder sowieso. Und die können weg, die beiden. Das war jetzt nur so ein Dummy-Fundament. Ja, Förderbänder mit Blueprints müsst ihr auch gucken, dass die sich anschließen. Es geht, glaube ich, nicht. Da muss man immer noch manuell nochmal nachhelfen. Aber in meinem Fall, ja, das sieht jetzt gut aus. Ich denke, jetzt klicke ich auch mal so ganz beherzt und bin mir auch sicher. Na, traue ich mich immer noch nicht? Traue ich mich doch noch nicht? Doch, jetzt traue ich mich, komm. So. Ja, das ist schon witzig. Na, das sieht aber schon mal fein aus, oder? Das sind jetzt meine neuen Hochöfen. Wieder mal im wunderschönen Abendlicht. Ja, wir haben hier, glaube ich, mehrere Sonnen und auch mehrere Abende. Also nehmt das nicht so genau. Es geht direkt weiter mit den Förderbändern und ich habe keine Stahlbarren mehr. In der Stahlbarrenfabrik habe ich keine Stahlbarren mehr. Wie schön. Aber macht euch keine Sorgen. Ja, ich habe unten noch einen Container voll. Also mal eben runtergelaufen. Mensch, das ist doch keine Arbeit. Da sehen wir auch was von der Gegend. Und ich glaube, hier sollten noch zwei oder drei Stahlträger drin sein. Na, nehme ich zwei Stacks mit. Wunderbar. So, dann kann es weitergehen mit den Förderbändern, die jetzt zwischen den einzelnen Modulen befestigt werden. Und zwar muss ich hier alle drei Module eine Lücke lassen. Das habe ich jetzt gerade, habe ich gerade eine übersprungen. Ne? Das war eine Lücke. Denn es sind neun Module und dann bietet sich an, dass ich wieder drei mal drei Gruppen bilde. Ne? Drei Dreiergruppen. Weil, das wisst ihr, wenn ihr mein Tutorial gesehen habt, ich verlinke es euch mal zu den, wie man Maschinen anschließt und so, ja. Denn eigentlich wollte ich hier eine Reihenschaltung machen, dass Kohle und Eisen erst in der Reihe durch diese neuen Module fließen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, dann machst du wenigstens 3x3, was ist so eine Halbparallelverteilung, ja. Und da lasse ich mir gleich noch was einfallen. Das wird nämlich ein bisschen tricky, das mit schön säuberlich mit den Förderbändern zu lösen unten drunter. Das ist jetzt hier Förderband, was die fertig produzierten Stahlbarren ganz runter ins Erdgeschoss bringen soll, wo sie dann halt zu Stahlträgern und Rohren verarbeitet werden. Ja, alles schön immer einheitlich. Das ist immer fein, wenn man so eine Aufgabe hat, da kann man so der Reihe nach immer weiter durch. Überhaupt kein Problem. Und noch ein. Und ich glaube, dann haben wir es, oder? Sind wir durch? Es ist auf jeden Fall massig Arbeit. Wirklich massig Arbeit. Und nicht, dass ihr denkt, ich mache jetzt eine Pause. Wo kommen wir denn da hin? Nee, nix da. Wir machen jetzt erstmal hier ein Schild dran, damit ihr wisst, worum es geht. Und zwar wird jetzt hier einfach ein Symbol hingebracht für den Hauptstromanschluss. Wir brauchen auch Strom in dieser ganzen Anlage. Und da habe ich mir was richtig Schönes überlegt, glaube ich. Ja, war natürlich falsch rum. Ich weiß auch nicht, warum das immer passiert. Jetzt nochmal eben in richtig. Pass auf, wir machen das so. Und zwar verbinde ich jetzt immer die doppelten Wandnippel. Und zwar die obere Hälfte mit der oberen Hälfte von der nächsten Maschine. So, na, hoch. Genau. Und ihr seht, das ist alles an so einen Stahlträger angebaut, den ich jetzt genau so da anbringe, dass das Kabel darin verschwindet. Und so kriegen wir dann halt, haben wir so einen durchgehenden Stahlträger und man sieht kein Stromkabel. Da hängen nur die Stromnippel dran. Ja, von oben würde man noch die andere Hälfte so ein bisschen rausgucken sehen von dem Nippel. Aber das ist eine super schöne Sache. Die habe ich mir auch letztens mal, ist sie mir so mal bewusst geworden bei meinen Experimenten. Denn ich probiere immer viel aus zwischendurch.
Ich stehe nicht immer nur neben der Maschine und zähle mit, wie viel die gerade produziert, sondern es gibt immer was zu tun. So, und das ist jetzt interessant. Das ist jetzt natürlich, das ist das Ende. Das ist da, wo, oder der Anfang besser gesagt, ne? Da fließt jetzt also die Kohle und das Eisenerz, was von unten kommt, das fließt da oben rein, wird eben verteilt. Das ist ja noch ganz einfach. Aber ihr seht schon, ich muss ab und zu mal gucken, wo will ich eigentlich hin, wo habe ich Platz. Und jetzt brauche ich natürlich für die anderen beiden Gruppen, ja, das oberen beiden sind ja für die erste Dreiergruppe und für die anderen beiden Dreiergruppen brauche ich jetzt auch noch also Erz und Kohlen in. Ja, okay, und deswegen noch vier weitere Ständer, Wandbefestigungen für die Förderbänder und die werde ich jetzt irgendwie mit einem Lift, mit einem Förderbandlift noch schön da hochfummeln. Das hat richtig schön sauber aussieht hinterher, aber weil mir das gerade, weil ich mir noch nachdenken muss, mache ich erstmal was Leichtes, glaube ich, und hänge mal hier diese Förderbandenden unten dran. Ah, das ist die nächste Dreiergruppe, seht ihr sehr schön. Ja, eins, zwei darunter, so. Das sieht sauber aus, dann geht das auch da an die Wand, ne? Und die letzte Dreiergruppe spare ich mir jetzt erstmal sogar noch, weil ich jetzt erstmal gucken will, wie das so klappt. Und ob es klappt, ne? Und dann vorne müssen wir halt die Höhe, die will ich halt immer auf die höchste Etage bringen, die Förderbänder, damit man unten mehr Platz hat. So, genau. Ja, das mache ich doch sehr schön. Also entsteht das. Und jetzt ziehe ich die Förderbänder weiter durch bis ans Ende. Ne? Und das Gleiche muss ich jetzt praktisch mit der letzten Gruppe auch noch machen. Dass wir bis da hinten alles beliefern können. Ja, zwischendurch immer mal wieder ein paar bisschen die Beine vertreten und mal die Gedanken sammeln. Man macht sich immer einen guten Plan und dann hat man so viel zu tun, dass man so die Hälfte des Plans plötzlich wieder vergisst. So, wo will ich zum Beispiel mit der Stütze hin, ne? Da überlege ich mir doch, ich mache alles mal so richtig schön ordentlich untereinander. Und so sieht das ganz fein aus. Ja, jetzt habe ich praktisch schon. Und da ist noch der Hauptstromanschluss für das ganze Gebäude. Den reiße ich auch mal ab. Muss ich dran denken, dass ich, wurde mir gerade bewusst, dass ich den auch noch neu verlegen muss. Ich weiß noch gar nicht, wo ich damit hin will. Das sehen wir dann später. So, und das ist schon mal diese Reihe von diesen sechs Förderbändern. Die ersten beiden oberen gehen direkt vorne rein. Dann die jetzt oberen gehen weiter zur zweiten Dreiergruppe. Die unteren beiden gehen zur letzten Dreiergruppe. Und jetzt wird es wieder spannend. Jetzt muss ich natürlich gucken, wie verteile ich denn einen Kohlenstrom auf drei Bänder. Und zwar so, dass das schön schlank ist und möglichst vertikal übereinander, sodass ich das hier gut verlegen kann. Ihr werdet jetzt schon sehen, was ich meine. Da habe ich mir eben auch ein Blueprint gemacht, das vorher mal so ein bisschen getestet. Und diese schöne Konstruktion eines Smart Splitters gebaut. Ich nehme auch jetzt, muss man nicht, aber der Smart Splitter hat den Vorteil, dass ich einzelne Richtungen abschalten kann. Also jeder der drei Ausgänge jetzt zu einer Gruppe verläuft, ja, da kann ich zum Beispiel eine Gruppe noch, die letzte, die noch nicht fertig ist, kann ich erstmal hier am Smart Splitter abschalten. So, und passt das denn auch hier, was du gemacht hast? Jo, passt. Super. Ne, und da fließt sogar schon was. Das war wohl noch auf dem Band. So sieht das aus. Ne? Also die Ausgänge sind jetzt auch schön übereinander. Ganz hervorragend. So gefällt mich das. Ne, hoffentlich gefällt es euch auch. Da könnt ihr ja schon mal auf den Like-Button hauen. Ist ja jetzt nichts gegen einzuwenden. Ne? So, seht ihr, wie ich den einstelle. Alles auf Any jetzt erstmal. Dass da in alle drei Richtungen gut was durchfließt. So, es liegt auch überall was drauf, weiß ich Bescheid, dass das funktioniert. Und dann kommt auch direkt nebenan das gleiche nochmal für das Eisenerz. Auch wieder alles auf Any schalten, genau. Ne? Und dann muss ich nur schauen, wie ich diese ganzen Förderbänder jetzt fein säuberlich hier anbringe. Da ist ja noch ein Problem, und zwar der ganze Output. Der fließt auch hier lang. Also die fertigen Stahlprodukte praktisch, Rohre und Träger.
Die sollen, müssen auch hier irgendwie noch unten drunter durch und das passt auch genau noch. Da vorne seht ihr, das habe ich jetzt erstmal gebaut, weil ich dachte, ich muss oben drüber mit dem Output. Aber das passt dann doch nicht, also muss ich das jetzt erstmal wieder abreißen. Zwischendurch halt immer mal wieder mal testen. So, jetzt seht ihr schon, wie schön ich das mache. Das gefällt mir aber noch nicht, weil ich hätte gerne, dass die letzte Hälfte hier, diese Hälfte des Förderbands, die soll irgendwie gerade bleiben. Und der Höhenunterschied, der soll in dem mittleren Stück ausgeglichen werden. Das sieht irgendwie schöner aus, finde ich. Und auch hier den Straight-Modus ausschalten. Der ist gut, finde ich super, den Straight-Modus. Der macht halt automatisch so einen 90-Grad-Winkel und sowas. Aber nicht immer. Ne? Also jetzt zum Beispiel macht der so einen komischen Knick rein. Aber ich verwende den schon praktisch immer, wenn ich in der Höhe arbeite, unter der Decke oder irgendwie so. Das ist wirklich sehr, sehr praktisch. Auf dem Boden nach wie vor eher auf die altmodische Art, aber wahrscheinlich werde ich mir die auch über kurz oder lang abgewöhnen, zwangsläufig. So, und ich glaube, ja, ist soweit fertig und ich kann auch schon mal, geht direkt weiter, dass ich immer mal provisorisch jedenfalls schon mal eine Wand hinstelle, um zu gucken, wo denn so Gebäudeteile sein könnten, Laufwege, wo laufe ich später lang, wo komme ich überhaupt rein ins Gebäude. Der erste Eingang da hinten, das ist ja nur so ein Hintereingang, das ist nicht so optimal da. So, und jetzt werde ich dann auch noch letztendlich die Ausgangsbänder anschließen und hoffe, dass sie dann schön darunter klappen oder passen. Aber ihr könnt euch schon gut vorstellen, glaube ich, was das für eine Mordsarbeit ist. Okay, es ist etwas, was in Satisfactory gerne übersehen wird, dass das Spiel eben wahnsinnig viel Potenzial auch bietet für Konstruktion und Bauten. Es ist jetzt, ja, es hat so ein bisschen Minecraft-Effekt, habe ich vorhin ja schon mal in den Mund genommen, dieses Wort. So, und was ich jetzt machen muss, ist, das ist der, ja, der Sammeloutput der Stahlträger. Das sind die, die jetzt oben aus der Schmelze kommen. Ne, wir haben in die Schmelze Eisenerz und Kohle gebracht und dort wurde das zu Stahlbarren verarbeitet. Und nun kommt es halt hier unten an. Das ist eine große Masse. Irgendwie, ich habe kalkuliert, glaube ich, jetzt mit 270 oder sowas in der Minute. Also wir benutzen natürlich auch die schnellsten Förderbänder. Ist aber auch noch nicht so wichtig, weil es werden wir später sowieso upgraden. Also ich habe es schon geplant, dass ich es einfach upgraden kann später. Also das passt schon alles noch. Und ihr seht, wie ich es jetzt hier mache. Da kommen immer Merger vor. Ich weiß gar nicht, wie war das deutsche Wort nochmal? Zusammenführer oder was? Da werden halt die Förderbänder wieder vereint. Ne? Und so. So soll das aussehen. Jetzt muss ich das nur noch weitermachen. Mein größtes Problem hier ist, mit den Hilfslinien zu arbeiten. Die zeigen mir nämlich ständig irgendwas Komisches an und dann steht das erstmal dreimal schief da. Jetzt gucke ich mir lieber selber nochmal an, wo das genau hin muss. Und jetzt sollte nämlich genau auf die Mitte hier und dann fordert. Seht ihr, aber da ist die Hilfslinie, weit vor der Mitte und das ist, weiß nicht warum, wird schon einen Grund haben, aber ist halt irritierend, wenn man sich danach richtet. Ja, baut man die alle auf und stellt dann später fest, dass die alle schief sind. So. Aber jetzt habe ich den Dreh raus, auch wenn ich jetzt hier gerade ein bisschen am Zittern bin mit meiner Maus offenbar. Und vor allem, ja, es ist auch relativ viel Luft, also ich habe gute Bewegungsräume, also es ist auch jetzt mal ein bisschen anders als sonst. Habe ich immer sehr eng gebaut, auch in der kleinen Fabrik im Sand und so und am Strand genauso. Und diesmal möchte ich mir so ein bisschen mehr Platz schenken, ja, ich möchte mir mehr gönnen. Und ein bisschen ausufender dann eben entsprechend auch bauen, obwohl, ja, ein bisschen Begrenzung oder Beschränkung haben wir ja trotzdem immer. Dadurch, dass ich halt so gerne bodennah baue und mich an die, ja, der Landschaft anpasse, wie ich es am Anfang erklärt habe. Ne? Ihr seht jetzt, brauchen wir nur Konstruktoren. Die stelle ich jetzt so schräg hier vor. Und ihr werdet auch gleich natürlich sehen, warum, ne? Wieso, warum. Ja, sieht schön aus und auch
das sieht jetzt super schnell aus, aber ich habe natürlich ein paar Mal probieren müssen und habe mir das so angeguckt und überlegt. Also da vergehen auch immer wieder ein paar Minuten, wo man erstmal guckt und ne, wie mache ich denn das jetzt überhaupt, so dass das auch irgendwie ein bisschen cooler aussieht, nicht so hingeschustert. 0 auf 15. Hier in die Lücken können wir immer Leitern reintun, dann komme ich auch da hoch. Sieht ganz gut aus. Später machen wir hier so richtige Kammern rein. Ja, seht ihr, ich lasse das hier mal für euch laufen, dass ihr wirklich mal die ganzen Arbeitsschritte miterleben könnt. Ist auch schön zu sehen, wie es so langsam wächst, ne? Nächste Problem ist natürlich, ach ja, hier noch die Stahlträger, diese ganzen Dinger. Die können wir auch schon mal runterbauen. Ist ja auch wichtig. Die stehen uns ja eventuell im Weg, ja. Jetzt muss ich natürlich gucken. Passt das denn überhaupt mit den Förderbändern, die ich da unten an die Maschinen anschließen muss, ja? Im Augenblick, wo ich das hier baue, bin ich mir nämlich noch nicht so wirklich sicher, ob das passt. Aber müsste eigentlich. Ich glaube, ich habe es an der ersten Maschine ausprobiert. So. Ja, bisschen fummelig, aber im Grunde läuft das schon sehr gut. Vielleicht ist meine Maus auch einfach ein bisschen zu... Ich habe gerne eine flotte Maus, wisst ihr? Also nicht, was ihr jetzt wieder denkt, sondern eine Computermaus. Schön. Schnell. Wenn die mal ein anderer benutzt, kriege ich immer Schimpfe. So, was ist das denn? Kann man da gar nicht mitmachen. Ja, und jetzt geht's weiter. Nächster Schritt. Ne? Da sind jetzt diese einzelnen Kammern, die ich eben erwähnt habe. Schön. Gefällt mir selber ganz gut. Und da habe ich wieder natürlich, ne? Ist immer mal drin. Ihr kennt den Effekt aus Minecraft. Habe ich früher schon immer gehabt. So, wenn man so einen Block da mal eben daneben haut, geht das dann immer. Tut immer richtig weh. So innerlich. Gerade weil man da so schön der Reihe nach arbeitet, so richtig routiniert. Ne? Wie so eine Maschine. Ich komme mir selber vor wie eine Maschine in Satisfactory. So. Dann machen wir das noch schön. Da soll da so ein Schrägdach drauf kommen. Genau wie oben. Und dann sieht das hinterher ja ganz schön interessant aus, finde ich. Ja, und es lohnt sich einfach, sich so eine Arbeit zu machen. Und ist doch mal was Besseres, als einfach nur so auf die Fläche geknallt und halt ein Gebäude drumherum gebaut. Nein, bei mir soll es auch im Gebäude praktisch schön aussehen. Als Vorbild habe ich natürlich, ihr wisst, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, deswegen spreche ich auch so komisch und bin natürlich, wohne auch in der Nähe vom Pott, bin da ganz gerne. Und da kann ich euch natürlich nur die Route der Industriekultur nahelegen. Da sind sehr viele industrielle Bauwerke, stillgelegte Stahlwerke und sowas. Ne? Und die mal zu besuchen, das ist schon sehr sehenswert. Nehmt eine Kamera mit, wenn ihr euch für Fotografie interessiert. So, und hier geht es nochmal mit dem Strom zur Sache. Ich habe oben mal das Kabel gezogen und überlege jetzt hier an dem Areal, wie ich denn jetzt das machen soll, wo der Strom, der kommt jetzt praktisch hinter dieser Wand, hätte ich einen Stromanschluss unten. Da muss ich irgendwie hin und vor allem, ja, ich möchte natürlich den Catwalk auch noch etwas besser gestalten. Ja, und da habe ich schon wieder nicht das nötige Material. Turbodraht, glaube ich, aber das ist schnell erledigt, also nochmal in der Zwischenzeit zurückgefahren zum Hub. Und da bin ich wieder und was ich jetzt vorhab, ist, ich möchte die Stromkabel auch verstecken. Das sind ja Betonblöcke, die wir hier haben im Fundament, aber da sollen trotzdem die Kabel rein. Also tausche ich die erstmal gegen Wände aus, dann die doppelseitigen Wandnippel, dann die Wand wieder weg. Ja, und hier jetzt wieder eine Wand hin und nochmal so einen Nippel da rein. Und dann habe ich jetzt schon den Weg nach draußen, zu der Seite, wo ich hin muss. Und auch schon ein kleines so ein Häuschen hier gebaut mit Glas und so. So, seht ihr? Und jetzt kann ich, hopp, das falsche Ende. Mach das mal richtig. Genau, und dann wird jetzt hier der Schalter, den braucht man ja nicht, den Schalter. Ja, aber ich, wenn man den hat, verwende ich ihn auch. So, und jetzt muss ich noch da oben hin. Also ich glaube, da mache ich jetzt einfach dasselbe, dass ich da auch kurz mal eben das Fundament rausreiße, das Betonfundament und dagegen eine Wand ersetze. Und dann kommt da wieder ein Nippel rein
Und später wieder das Fundament drauf. So, jetzt direkt mal anschließen, glaube ich, damit man das irgendwie noch schafft. Erstmal nach unten, hintere Seite, hierhin, dahin, genau. Sieht er? Das ist gut. Dann sieht man hinterher kein Kabel mehr. Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man Kabel sieht, aber das ist halt so ein neuer Tick von mir, ne? Dass ich die versuche so zu verstecken. Habe ich früher schon versucht, so indirekt, so hinter Wänden und so zu führen. Allein durch die Wandnippel, das ist eins meiner Lieblingsobjekte überhaupt. So, seht ihr, hat wunderbar geklappt. Jetzt brauche ich nur noch die provisorischen Wände wegzunehmen und wieder auszutauschen gegen die richtigen Blöcke, weil es soll ja auch so fett aussehen. Auch hier wieder ist ja so die Seitenwand, die habe ich ja auch nochmal so merkwürdig entworfen mit so einer merkwürdigen, ach, da ist noch eine Wand. Ja, mit so einer Form oben, ne, so einer Abrundung. Ist auch nur Versuch und dann gucken, ob das passt. Wenn nicht, ja, dann Pech gehabt. Ja, alles klar, das sieht sehr sauber aus hier. Da müsste dann noch ein normales Dach drauf. Dachstücke haben wir ja auch inzwischen gesagt, getan, ne? Ja, prima. Ah, oben können wir direkt mal die Lücke füllen. Ich glaube, da fällt mir jetzt auf die Schnelle sowieso nichts anderes ein. Ist glaube ich, auch ganz in Ordnung. Vielleicht könnte man das zur anderen Seite auch wieder spiegelverkehrt fortsetzen. Wieder nach unten führen, damit das Gebäude von der Seite irgendwie cooler aussieht als einfach nur so ein hoher Block. Aber mein Gott, wir haben so viel zu tun, Leute. Das ist jetzt erstmal nur die Stahlfabrik. Ja, puh. Aber alles auch sehr grob und rau, wie sich das für ein Stahlwerk gehört. Hier fehlt mir noch ein Material. Ja, und ihr habt es gar nicht gemerkt in dem ganzen Eifer und dem ganzen Gebaue, dass ich jetzt durch bin mit dem Projekt und euch das gleich vorführen kann. Denn ich habe jetzt auch noch die drei restlichen Hochöfen angebaut und ja, auch läuft schon wieder alles. Ich konnte nicht abwarten. Und vor allem möchte ich euch mein Sowjet-Treppenhaus zeigen, okay? Achtung! Alles schöne Beton, so super Bauhausmäßig, obwohl Bauhaus hat jetzt nichts mit Sowjet zu tun. So, aber hier seht ihr den schönen vorderen Bereich mit den Förderbändern. Bin mir noch nicht sicher, ob hier noch ein Dach drüber muss. Das vordere Gebäude übrigens, ja, wenn wir jetzt hier mal so rausgucken. Wo können wir denn mal rausgucken? Hier. Das ist jetzt noch nicht fertig. Hier ist natürlich noch, da soll noch einiges hin. Zum Beispiel, ich sage nur ein Beispiel, hier Stahlbeton. Ja, sowas machen wir da hinten jetzt auch. So, und diese ersten Maschinen, die wir hier gebaut haben praktisch, das sind 5 Konstruktoren. Die sollen uns erstmal nur wieder Lagerbestand, Stahlträger herstellen. Die brauchen wir unheimlich für unseren ganzen Förderbänder und auch Eisenbahnschienen. Und ich hoffe, dass die nicht das Rezept geändert haben. Könnte ja sein, ne? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Stahlträger, das Rezept ist auch wesentlich teurer geworden, meine ich jetzt jedenfalls. Also es kommt mir unglaublich teuer vor. Es produziert praktisch nur noch ein Viertel von dem, was wir reintun. Also wir brauchen für 15 Stück müssen wir 60 Barren reinschmeißen, ne? Und das ist eine ganz schöne Menge. So, wir laufen einfach mal durch. Schaut mal, wie ich das gemacht habe hier. Ja, schöne Sache. Und wenn wir mal hoch wollen, wo geht's denn mal hoch? Hier vielleicht. Da sind wir auf dieser mittleren Ebene, wo die Barren alle ankommen. Achso, die letzten 3 Brenner sind jetzt noch nicht angeschlossen. Das habe ich vorne ja mit dem Splitter noch blockiert, mit dem Smart Splitter. So, und hier verteilen sich dann praktisch die ganzen Barren auf die Maschinen. Das sieht schon sehr gut aus. Und am anderen Ende habe ich auch nochmal den Catwalk angebracht, damit ich auch von beiden Seiten da hoch und wieder runterkomme. Dann laufen wir ruhig mal auf die mittlere Etage. Sehr schön. Ja, da haben wir vorhin die ganzen Förderbänder noch angeschlossen. Und ganz oben gucken wir auch nochmal uns genauer dieses Modul an. Alles in Schwarz, Kinder. Ich stehe gerade voll auf Schwarz. Ich meine, Schwarz ist sowieso eine meiner Lieblingsfarben. Ja, ich weiß, Schwarz ist keine Farbe, ne? Doch, ist es. Für mich ist das eine Farbe. Punkt, Schluss, aus. Keine Widerrede.
Okay, auch hier der Wandnippel schön versteckt, Stromkabel versteckt. Alles geht nach unten weg. Man sieht nichts Offenes. Jetzt gehen wir ruhig mal zu einer Maschine, die auch gerade arbeitet. Hier zum Beispiel. Und da seht ihr auch das Dach. War ich mir erst nicht sicher. Da sollte ja, der Schornstein sollte ja oben rausgucken. Und das ist mir jetzt auch, kann ich jetzt nicht sehen, aber es ist mir gelungen. Und ich finde, es sieht okay aus. Ja, noch mit dem Träger hier davor. Ich finde, es sieht okay aus. Das sieht jetzt nicht so aus, als würde das doof da durchglitschen. Da gibt es jetzt auch keine komischen grafischen Effekte. Also das finde ich, kann man durchaus so machen. Gefällt mir wirklich ganz gut. Kann mich nicht immer hoch. Na komm, noch einmal. Ja, so, jawoll. So habe ich es mir vorgestellt. Laufen wir jetzt mal vielleicht von weiter weg. Vielleicht springen wir mal hier auf das Dach und gucken uns die ganze Sache nochmal an. Jawoll. Ja, nicht schlecht, oder? Ja. Und wie gesagt, hier unten soll auch noch alles ein bisschen voller gemacht werden. Und noch mehr so Bodenmarkierungen, könnt ihr euch schon vorstellen. So, und dann können wir im Grunde, habe ich hier noch so einen Ausgang. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das der hier war. Ich glaube, der nächste. Hier können wir nämlich ohne Tür mal durch. Und dann kommen wir auch wieder zu dem Ausgang. Ist eigentlich ein schönes Bild, ne? Ich mag ja solche Fotos hier. Zack. Ja gut, ja den Rest, wir werden das jetzt häufiger noch sehen. Ich habe jetzt hier in der Nähe sogar noch zu tun. Ich glaube, in der nächsten Folge geht es direkt weiter. Aber da brauche ich Erholung. Da machen wir was anderes, was aber wahnsinnig spannend wird. Also auch für mich, weil ich das eigentlich noch nicht gesehen habe, was wir dann besuchen werden. Okay, also mehr verrate ich jetzt nicht. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Lasst mich nicht allein, okay? Und habt vor allem eine schöne Zeit bis dahin. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt. Vielen Dank dafür. Und haut rein, Leute!